Moin zusammen, ich bin heute hier mit der Heike von König Photobags und wir werden euch jetzt eine Weltneuheit präsentieren. Ein absolutes Must-Have für die Wildlife-Fotografie. Viel Spaß! Ich habe jetzt mal auf die GoPro gewechselt, damit wir euch diesen Lenspacker 0.8, so heißt er nämlich, ein bisschen genauer zeigen können. Der wurde entwickelt, weil man ja als Wildlife-Fotografin, als Wildlife-Fotograf gerne lange Telebrennweiten dabei hat und möglichst eine schussbereite Kamera. Und dass eben dieser Lenspacker viel, viel praktischer wie andere Systeme. Der wurde speziell designt für das neue Olympus 150 bis 400 mm Objektiv. Aber natürlich passen auch andere Kameras mit schussbereiten Objektiv und Sonnenblende in diesen Lenspacker rein. Also von Fujifilm, Canon, Sony und so weiter. Und ich drehe jetzt mal kurz die Kamera, denn die Heike wartet schon mit diesem riesigen Teleobjektiv. Also ihr seht hier dieses Olympus-Objektiv. Und das passt tatsächlich perfekt in diesen Lenspacker rein. Also man kann dann von hier oben, hier seht ihr diesen Einschub, da könnt ihr die Kamera mit diesem Objektiv rein und rausziehen. Also es geht wirklich ratzfatz. Ist auch ein extrem kompaktes System. Also ihr seht es hier mal im Größenvergleich zu Heike. Das ist wirklich kein riesiger Rucksack, sondern das ist wirklich extrem kompakt. Und dann kann man den hier oben mit so einem Rollverschluss, den kennt ihr vielleicht vom Fahrrad, der ist nämlich von Ortlieb, kann man das ganze Teil tatsächlich auch wasserdicht verschließen. Und so ist eure Ausrüstung auch wirklich bestens geschützt. Ja, und der Lenspacker, der ist nicht nur wasserdicht. Wir haben euch hier mal aus der Werkstatt nämlich das Innenleben besorgt. Der hat hier so einen Einsatz, den seht ihr hier. Und der ist tatsächlich so designt, so konstruiert, dass er auch Stöße ab kann. Also wir haben hier, ihr seht es jetzt hier oben, über dieser ersten Naht, da ist so ein Kunststoffeinsatz. Das ist wirklich bockelhartes Ding, aber dagegen klopft. Man merkt richtig, dass es tatsächlich extrem massiv ist. Da sind so Kunststoffeinsätze drin, die eben schockabsorbierend sind. Und am Boden, den hat die Heike euch jetzt auch mitgebracht, den sehen wir hier. Am Boden haben wir auch so einen speziellen Einsatz, der aus mehreren Schichten besteht. Also es ist wirklich extrem dick, extrem robust, dass es eben auch Schläge von unten ab kann. Und wie ihr seht, also mit dem Teil ist eure Kamera, euer Objektiv wirklich bestens geschützt, auch bei extrem, extrem rauen Bedingungen. Ja, diesen Lenspacker, den gibt es in zwei verschiedenen Farben, also einmal hier in Grau und einmal in Rot. Den könnt ihr entweder ohne Tragesystem bestellen oder eben mit zwei verschiedenen. Da gibt es einmal hier auf der rechten Seite das ganz normale Tragesystem oder eben hier das Komfort-Tragesystem. Das ist dann up to you, was ihr eben benötigt. Und was auch ganz geil ist, das seht ihr hier rechts und links an den Lenspackern. Ihr könnt noch Zusatzequipment anbringen. Also was wirklich abgefahren ist, wir haben hier tatsächlich rechts unten in dieser kleinen Tasche nochmal ein Teleobjektiv reingepackt. Heute wollten wir es wirklich wissen, sozusagen. Ist natürlich deutlich kleiner wie dieser Monster-Promo, der in dem Lenspacker selber drin ist. Aber wie ihr seht, also ihr könnt theoretisch den Lenspacker hier mit vier Taschen, mit noch zusätzlich vier Objektiven ausstatten, wenn ihr das wollt. Wir haben jetzt hier mal beispielsweise noch mal eine Trinkflasche hingemacht. Wir haben auch mal hier eine Extra-Tasche hier unten angebracht. Und hier oben so ein Netz, wo man beispielsweise eine Regenjacke reinmachen kann. Das Ganze ist auch mit solchen Klemmstegen hier befestigt. Ich zeige es euch mal hier. Also die kennt ihr vielleicht schon von den Rucksäcken, da sind die ja auch verbaut. Und hier links seht ihr so ein Klassiker, da ist so ein Stativhalter dran, also mit einem Berlebach-Stativ. Da könnt ihr dann auch immer euer Stativ mit transportieren. Und wir haben noch was ganz Abgefahrenes dabei. Das habe ich tatsächlich auch in der Realität noch nie selber gesehen. Hier rechts in dieser großen Tasche, da ist nämlich so ein komplettes Tarnnetz mit drin. Mit einem Stuhl. Also ihr könnt euch dann quasi auf einen Stuhl mit dem Tarnnetz direkt hier in die Wildnis setzen und könnt dann auf die Tiere warten. Und man kann sagen, wenn ihr jetzt hier diesen roten Lenspacker hättet, also ihr hättet hier ein Stativ dabei, ihr hättet eine Kamera mit angesetztem Objektiv mit am Start und eben schon die komplette Tarnausrüstung und könntet dann direkt loslegen. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich mir letztes Jahr extra für Fototouren ein Fahrrad geholt. Und da ist ganz cool, da gibt es von König nämlich auch diverse Möglichkeiten, um Fotoausrüstung am Fahrrad zu platzieren. Da gibt es so eine spezielle Fototasche, die wir jetzt gerade hier sehen. Dann gibt es so einen Stativköcher, der wird mit so einem Clipsystem hier oben am Gepäckträger angebracht. Und so habt ihr immer euer Stativ mit auf der Fahrradtour dabei. Und ihr könnt den Lenspacker
Den hat die Heike jetzt hier vorbereitet. Den könnt ihr mit so einem speziellen Köcher, den seht ihr hier, auch an den Gepäckträger packen. Also der wird hier oben einfach mit diesem Clipsystem, das ist auch von Ortlieb, wird eben hier oben eingehangen und ist dann sicher am Gepäckträger vom Fahrrad angebracht. Ja, und so könnt ihr dann problemlos auf die nächste Fototour aufbrechen. Wir wollen euch natürlich jetzt noch beweisen, dass dieser Landspacker auch wirklich wasserdicht ist. Deswegen hat sich die Heike auch hier schon in diesen kleinen Bach begeben, hat extra Gummistiefel mitgenommen und wird jetzt den Landspacker hier mal in diesen Bach tunken. Und wie gesagt, also wir machen uns da überhaupt keine Gedanken über die Ausrüstung, die da drin ist. Denn das Teil ist wirklich 100% wasserdicht. Auch selbst wenn er jetzt hier komplett ins Wasser fallen würde, würde der Kamera, der Ausrüstung innerhalb des Landspackers nichts passieren. Ein, zwei kurze Sätze noch zu König Photo Bags, falls ihr die Firma noch nicht kennen solltet. Die ganzen Artikel, also die Rucksäcke, die Fahrradtaschen, die Landspacker, werden hier in Grafenau in der Nähe von Böblingen per Hand produziert und sind noch 100% made in Germany, denn selbst das Garn, das hier verwendet wird, kommt aus Deutschland. Wenn ihr so ein Produkt kauft, dann kauft ihr auch wirklich was ganz Besonderes, denn die Teile sind extrem robust, die sind auch komplett reparabel, also wenn mal irgendwas an eurem Rucksack zum Beispiel kaputt gehen sollte, dann kann man die einzelnen Teile austauschen und das macht es natürlich auch extrem nachhaltig. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, Individualbestellungen aufgeben. So habe ich zum Beispiel bei meinen beiden Kamerarucksäcken das Innenleben komplett selbst bestimmt, wie das aussehen soll, und so kann man eben die ganze Ausrüstung perfekt an eure Bedürfnisse anpassen.